Ja, dann begrüße ich euch erstmal. Herzlich willkommen zurück hier bei Ragnarok Online natürlich. Ja, wir waren im letzten Part im Hugel unterwegs, haben dort eine Quest gemacht, eine Event-Quest. Oktoberfest hieß die Quest. Ja, da wir schon im Hugel sind, konnten wir mit einem kleinen Schiffchen mal hier rüberfahren, beziehungsweise segeln. Und das haben wir auch gemacht, beziehungsweise ich. Ja, wir sind jetzt hier in Odins Tempel, beziehungsweise in dieser Valkyrien-Map. Davor gibt es noch eine andere Map und davor auch. Halt, wie gesagt, mit einem Boot kann man hier rüber segeln. Dann ist man hier schon auf dieser Map. Kann ihn ja, ne, leider kann ich nicht, weil ich keine Flavings mehr habe. Wollte ich gerade sagen, ich kann nicht mal den Weg gleich mal zurücklaufen. Dann wisst ihr, wie ich hier hingekommen bin. Naja, ist auch egal, ich habe keine Flavings mehr, tut mir leid, sorry. Egal, aber ich habe heute mal ein paar Sachen vorbereitet. Wie gesagt, die Map habe ich noch gar nicht im Let's Play gezeigt, deswegen möchte ich sie euch mal zeigen für die Leute, die denken, wie oder was? Was ist das für eine Map, beziehungsweise wie hat sie sich verändert oder, ja, was ist mit dieser Map passiert, ne? Nach Renewal etc. und so ein Kram. Jo, fangen wir erstmal mit einer anderen Sache an. Und zwar von der letzten Woche bis jetzt hat sich auch update-mäßig was getan in Ragnarok. Und zwar kamen zwei neue Sachen. Beziehungsweise die eine Sache ist halt neue Items, ne? Diverse neue Items. Die zeige ich euch gleich im kleinen Rush. Und das zweite Ding ist, es gibt einen neuen Button hier in Ragnarok. Also im Interface selber gibt es ja so einen kleinen Button, den man eigentlich jetzt betätigen kann. Und zwar hier unten, Recording, ne? Man kann das jetzt Ganze hier auch, sag ich mal, aufnehmen. Ich selber nehme das jetzt extern auf mit einem externen Programm. Deswegen ist das für mich jetzt erstmal uninteressant. Hab selber jetzt noch nicht getestet, das Ganze. Müsste ich mal selber probieren. Jetzt mittendrin in einer Let's Play-Aufnahme wäre das nicht so sinnvoll. Denn dann kann ich nicht garantieren, dass es jetzt irgendwie flüssig laufen wird, das Ganze. Deswegen müsste ich das mal extern probieren, wie das Ganze funktioniert. Ja, warum macht man sowas? Ne? Warum macht man sowas überhaupt? Ja, ich sag mal so, erstmal, erste Linie, eigentlich gedacht für Leute, die jetzt mal, sag ich mal, irgendwie leveln oder gerade eine VP klatschen oder sowas, dass sie sich das jetzt mal aufnehmen oder so, ne, Kram, ne? Man muss jetzt nicht jedes Mal auf externe Quellen zugreifen. Man hat das parat, zack, fertig. Fertig, ne? Was für Funktionen dann noch vorhanden sind, kann ich euch jetzt in diesem Moment nicht sagen, denn ich bin selber überrascht, dass das Ding jetzt angekommen ist. Denn heute habe ich zum ersten Mal wieder Ragnarok aufgeschmissen auf die Konsole. Auf die Konsole, genau. Auf meinen Rechner. Und ja, wie man schön sehen kann, kann man hier was ankreuzen, wegkreuzen. Wie das Ganze funktioniert, muss ich, wie gesagt, selber noch anschauen. Ich will euch nur Bescheid sagen, dass dieser Recording-Button vorhanden ist. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich denke mal so, auch wenn man sieht, jemand belästigt jemanden oder KS't jemanden nonstop, kann man den Button auch benutzen dafür, ne? Zwar würden sich die Games nicht freuen, wenn die ganze Zeit Megabyte von Videomaterial jeden Tag zukommen, geschickt bekommen. Das wäre dann schon irgendwie schon ein bisschen komisch, aber naja, wie gesagt, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, kann man sich mal angucken. Könnt gerne mir selber sagen, ob ihr das gute Ding hier schon mal benutzt habt. Wenn ja, schreibt es unter den Kommentaren. Ich selber werde es jetzt mal die Tage mal, ja, mal probieren, wie das Ganze funktioniert. Und ja, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Wie gesagt, ist ein cooles Ding. Jo. Aber ich habe mein externes Aufnahmeprogramm, das reicht auch. So, zweite Sache. Im iShop hat sich auch was getan. Und zwar immer auf neu klicken, da sieht man auch, was sich da getan hat. Jo, es gibt vier neue Items. Die auf der rechten Seite, die kannten wir von der, Oktober-Quest, die ich letzte Woche gezeigt habe. Da habe ich die Dinger ja mal kurz gezeigt. Aber hier gibt es auf der linken Seite noch vier schöne Items, die dazugekommen sind. Und ich glaube noch zahlreiche andere, nur jetzt hier die Top 4 zum ersten Mal hier im Shop drin. Deswegen zeigen die hier auch. Ja, die anderen sind halt schon irgendwo hier drin. Ne? Hier zum Beispiel diese Maske, die ist auch neu. Also nicht neu, neu, aber neu wieder im Shop neu. Auch interessant auf jeden Fall. Aber ich zeige euch jetzt mal die vier Dinger hier. Auf jeden Fall sehr interessant, das hier unten. Denn das war früher mein, ja, mein kleines Equipment, würde ich mal sagen. Ne? Vor Renewal, vor der Umwandlung hier zum neuen System, war das mein Teil vom Equip. Ne? Zwei von denen, diesen Wiki-Teilen, ich nenne die Wiki. Zwei von diesen Wiki Blacktails und die Kombination mit den Öhrchen, Katzenohren, ich zeige euch das mal hier, naja, leider sieht man den Text nicht, weil mein ganzer Gedöns hier auf Deutsch ist, stellt man das auf Englisch um, sieht man das auch, was hier steht,
Fakt ist, das ist so eine kleine Kombo, die richtig was drauf hat, ne? Und zwar, wenn man, sag ich mal, selber jetzt nicht viel Geld für ein RWC-Head hat oder ein zahlreiches SPD-Equipment oder sonst was, aber vielleicht 20 Euro hat oder, ja, nicht mal 20 Euro, ich sag mal insgesamt, so wie viel, 10er oder so kostet das insgesamt, in Karats umgewandelt, keine Ahnung, 1000 noch was Karats braucht man dafür, für zweimal das und einmal die Ohren, lohnt sich das auf jeden Fall, sorry. Denn man bekommt hier SPD-Schub vom Feinsten, Krit-Schub und das Ganze erhöht sich natürlich, wenn man das mit den Ohren kombiniert, mit den Katzenohren. Und wenn man das Ganze dann noch auf 7 meistert, also die Ohren, kriegt man dann nochmal einen kleinen Bonus, ne? Also das ist ja gar nicht mal so schlecht, für den Anfang auf jeden Fall empfehlenswert für jeden, der, sag ich mal, gerade anfängt und ein bisschen Startkapital hat und für das große Equipment nicht jetzt das Geld hat. Würde ich das jedem empfehlen, denn da kommt man schön auf sein SPD bzw. auf seine Crit-Werte, ne? Auf jeden Fall für einen Ranger bzw. auch für einen GX, ne? Wenn man keine große Wahl hat, nimmt das auf jeden Fall, denn ich weiß nicht, wie lange das hier im Shop bleibt auch, ne? Also keine Ahnung, das wechselt sich immer. Sachen kommen rein, Sachen gehen wieder raus, deswegen, ja, nicht schlecht. Jo. Was gibt's noch hier? Diese 64-Typ Brille gedönt. Ja, gibt's nicht viel zu sagen. Ich selber sehe sie zum ersten Mal. Ist eher so eine Brille für Insektenmonster, also gegen Insektenmonster. Magischer Schaden an Insektenmonster addiert sich um 4%, addiert 5% Verteidigung gegen Insektenmonster. Also wenn man gegen viele Insektenmonster irgendwo kämpft, ist das auf jeden Fall eine nützliche Brille. Jo. Was gibt's noch? Noch ein weiteres Item. Hier das. Ups, sorry. Ich muss das hier mal so runterziehen. So. Jo, das Konzept wurde von PRO, also PRO, übernommen. Valkyrie Server erstellt. PRO ist doch portugiesischer Server, oder? Glaube ich. Ne, philippinischer Server. Ich glaube schon. Irgendwie sowas. Ist auch egal. Fakt ist, die haben das irgendwie hier jetzt übernommen. Auch nicht schlecht. Warta, genau. Waterresistenz, Wasserresistenz, Eigenschaft um 8%. Es gibt auch zahlreiche andere Items, die gegen Wasserresistenz, also Wasserresistenz bieten. Wie zum Beispiel diese Froschbrille da. Es fällt mir jetzt der Name nicht ein. Mit S irgendwas. Auch der kleine Schneemann Snowman Head. Denke ich mal, der heißt auch, der gibt auch Resistenz und mich greifen jetzt hier gleich Monster ein. Sehr schön. Da muss ich erstmal agieren. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das andere Item schauen wir uns jetzt gleich mal auch an. Aber erstmal hier mal erledigen das. Komm, Safety Wall weg. Jetzt sind wir in mal einer Reihe dran. Die haben mich. So. Okay, sehr schön. Wie gesagt, man kann hier auch nebenbei auch ein bisschen Level und Sachen farmen. Das ist ja nicht schlecht, ne? So. Jo. Was gibt's jetzt noch zu sagen? Kurz. Fancy Phantom Mask. Ja. Auch ein interessantes Item. Denn. Oh, komm schon. Come on. So. Denn das Item gibt sehr viele, sag ich mal, positive Sachen. Und zwar Stärke plus 1, plus 5 physikalischer Schaden, minus 1 Skillverzögerung, Max HP um 100 für jedes Upgrade-Level. Plus 20. Das ist von Merchant der Skill. 20% mehr Schaden, also das ist, kann man sich so ein Just for Fun Char irgendwie basteln und damit hier irgendwie mal, sag ich mal, ein bisschen rocken, also nicht schlecht auf jeden Fall, ne, aber für mich jetzt eher interessant. Jo, das ist das Ganze hier, wie gesagt, das teuerste wären hier diese Wiki-Teile, aber muss man halt selber wissen, wenn man das halt braucht, dann kauft man sich das auch. So, aber dann zeige ich euch mal hier die Map, ich hoffe mal, leider gibt es die Valkyrie MVP, also den Valkyrie. Die Valkyrie MVP gibt es hier auf der Map. Und zweimal die kleine Valkyrie, ne? Abgesehen jetzt von den Slaves von der Valkyrie. Ja, aber das Problem ist, die wird auch hier permanent irgendwie gefarmt. Deswegen kann ich euch leider nicht garantieren, dass wir heute jetzt eine Valkyrie selber hier sehen. Denn die ist schon ein bisschen selten unterwegs. Ich habe hier schon mal irgendwie jemanden gesehen, beziehungsweise nicht gesehen direkt, aber halt Loot auf dem Boden. Deswegen wusste ich, dass hier auch jemand unterwegs ist. Vielleicht lockt sich jemand ein, lockt sich wieder ein, weil er weiß ungefähr, da habe ich die Dinger geklatscht. Und ja, ist halt so, ne? Kann ich euch jetzt nicht garantieren, dass wir überhaupt eine finden. Wäre zwar schade, aber die gibt es auch nicht 100 Stück auf der Map. Deswegen ist das so ein bisschen kritisch. Und die Viecher hier sind ziemlich lästig. So, einfach mal weg. So, mal schauen.
Laufen wir einfach mal hier mal rum. Vielleicht finden wir was, vielleicht auch nicht. Ah, hier, Shining Plant, das ist ja schon mal was, Endgegner. Sehr schön. Natürlich nehmen wir das auch auf. SP-Mangel hätten wir gleich auch wieder. So. Ja, gegen die Dinger, wie gesagt, ich mache jetzt ADP-Action, dass das ein bisschen länger, dass das nicht zu lang dauert. Die machen schon guten Schaden, wenn man sich da nicht jetzt genug verteidigt. Haben die schon was drauf. Und wie man schön sehen kann, können die auch den Armor strippen. Das machen die sehr gerne. Darauf haben die jedes Mal Lust. So, weg hier. Ja, sieht schlecht aus für eine Valkyrie. Finde ich schade, aber kann ich auch nichts ändern. Jemand handelt die hier gerne. Ich habe leider auch keine Flywings, dass ich mich jetzt hier durchporten kann. Ich hatte mal 30 mit. Habe nicht dran gedacht, dass ich jetzt hier Flywings brauche. Weil die Map ist ja auch schwach geworden. Ne? Also früher konnte man hier nicht einfach mit einem Char irgendwie rumrennen, spazieren, außer mit einem TKM. Das war eine schöne TKM-Map fürs Legion, ne? Klar. Aber hier so mit einem Assassin rumrennen und einfach mal diese Dinger hier klatschen, war machbar so, gerade noch so, aber mit Schwierigkeiten. Ne? Also da braucht man schon ein bisschen, sag ich mal, viele Pots etc. und so ein Kram. Das war keine gemütliche Map, dass ich jetzt hier wie ich jetzt hier einfach rumgurken kann und ja, auf nichts achten muss, sag ich mal. Also das war nicht so einfach. Aber wie gesagt, das war früher eine super schöne Leech-Map. Die TKMs haben sich hier dumm und dämlich verdient mit Leechs. Also, ja. Dann war man schon, sag ich mal, in 12 Stunden Max-Level. Also wenn man halt vorbereiteten Char hat. Auf den Level 80, 85 war das, glaube ich. Ab 85 kommt man hier leechen. 85, 90 so ungefähr, glaube ich. Jo, und dann ging es halt ab, ne. Und dann später Zalamorok, ne, war das halt. Dann braucht man halt auch den perfekten Char zum Leechen. Also man konnte auch mit normalen Chars leechen, nur da hat es nicht so, ja, sag ich mal, war das nicht das Leechen so effektiv, ne. Mit einem richtigen Equip hier, TKM-Buch mit Dracula-Card und hier die 100-Hit-Card da. Jo, dann ging es richtig ab. So, aber es gibt leider keine Valkyrie. Ich hätte so Lust, mal eine Valkyrie zu klatschen. Habe ich eigentlich noch gar nicht gemacht. Außer, ja, natürlich die MVP-Valkyrie. Die kriegt man halt nicht so schnell down. Das ist halt so ein Endgegner. Aber so eine kleinere Valkyrie hätte ich jetzt auf sie hätte ich jetzt eigentlich Bock. So einfach mal nebenbei mal sie wegzuklatschen. Aber sieht jetzt gerade schlecht aus. Ne? La, schade, schade, schade. Jemand ist hier noch immer unterwegs. Hier diese Plasma-Teile, die sind Ghost, immer Element benutzen. Sonst trifft man sie nicht. Ich kann mal hier einmal klatschen. Komm her. Ich klatsche mal weg. So, sehr schön. Ja, demnächst suche ich auch Leute, Freiwillige für Endless Tower. Also für Leute, die jetzt das gerade im Augenblick sehen. Und nicht jetzt ein paar Monate später. Einfach bei mir sich mal kurz melden. Dann kann man auch eine Endless Tower Party klar machen. Denn das habe ich auch gar nicht gezeigt. Ne? Also viele wissen, wie das funktioniert. Aber Endless Tower ist eigentlich mal ganz witzig. Bis Level 100, also bis zur letzten Ebene, war ich noch nie, ganz ehrlich. Ne? Also habe ich irgendwie... Ja, hatte ich einfach die Party nicht dafür, dass sie bis da oben gerockt hat. Ich selber hatte eigentlich den Char, also... Hatte damals auch einen Champ und so ein Kram, konnte man da schon mal was machen, nur selber eine Party gehabt, die da, sag ich mal, bis oben gerockt hat. Hatte ich leider nicht, ne, deswegen weiß ich, also ich kenne das von Videos, wie das aussieht da, klar, wer da auf mich wartet da ganz oben, aber... So, aber wie das abläuft und so etc., selber oben persönliche Erfahrungen gesammelt, noch gar nicht. Ich glaube, Maximum war... Überlegen. 80, glaube ich. Vor allem Bishop kommt dann und danach kommt noch was. Ah, irgendwie sowas. Ja, ist schon ein bisschen länger her, wie gesagt. Aktive Zeit Ragnarok habe ich nicht. Jetzt mache ich nur nebenbei ein paar Projekte immer so. Also über Ragnarok. Klar, das... Moment kurz. So, da muss ich kurz niesen. Die Staffel 2 wird natürlich auch weitergemacht. Nur da brauche ich wieder Zeit. Ich bin eher so ein Typ, ich warte da eher auf ein Event, wo ich mal wieder Double XP habe oder Triple. Aber so lange werde ich auch natürlich nicht warten jetzt auf die Staffel 2. Die wird auch demnächst wieder weitergeführt von Ragnarok Staffel 2 mit meinem Hunter.
Keine Frage, das wird auch noch gemacht. Keine Angst, nur wie gesagt, muss selber gucken, was ich jetzt mache. Und ich war gerade in dieser Gegend, dann wollte ich mal hier mal ein bisschen die Valkyrie-Map zeigen. Aber leider ohne Valkyrie. Und wir hauen jetzt nochmal die hier. Und dann machen wir auch heute erstmal Schluss. Ne? Bisschen informativ war es auf jeden Fall. Ne? Neues Equip, neuer Button. Hat schon was getan im Ragnarok-Leben hier. Komm, zack, 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 schnell, go, go, go. Meine Fresse, das sind kleine Popelviecher jetzt auf den. Aber die haben mich hier ein bisschen, ne? Geslowt, deswegen Aspel im Keller. So, ja, dann wünsche ich mich wieder verabschieden. Wie gesagt, leider keine Valkyrie, die wird auch hier gefarmt. Das ist das Problem, es gibt hier halt nur die ganz große und zwei kleinen. Und die kommen halt jede 90 bis 120. Minute und die ganz große kommt 480 Minuten. Ja, so lange kann ich leider jetzt nicht warten, das ist nicht machbar. Und wenn die schon gerade eben gekillt wurden alle, du, dann habe ich halt Pech, ne? Dann muss ich halt irgendwann mal hier vorbeikommen, wenn alle schlafen. Dann wäre es eigentlich am besten. Na gut, wie gesagt, falls euch dieser Part hier gefallen hat, bitte bewertet ihn, das würde mich sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt, einfach unter den Kommentaren, also unter dem Video posten. Ich beantworte gerne jede Frage. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und ja, dann verabschiede ich mich erstmal. Bis dahin, euer Sakatiès.